Hallo, heute am Tag der Verkehrssicherheit sitze ich hier und unterhalte mich mit Kurt Bodewig. Kurt Bodewig ist der Präsident der Deutschen Verkehrswacht. Kurt, was macht eigentlich die Verkehrswacht in Zeiten von Corona? Das ist eine gute Frage, weil wir haben wirklich das Problem, dass ein ganz großer Teil unserer physischen Veranstaltung entfallen musste, haben aber gleichzeitig sehr pfiffige Verkehrswarten vor Ort, die mit guten Aktionen vor Ort präsent sind. Das heißt, Leute in Einzelgesprächen darauf hinweisen, dass wir etwas für Verkehrsprävention tun müssen und das eigene Verhalten ebenfalls in den Fokus nehmen. Aber gleichzeitig haben wir auch eine ganze Reihe guter digitaler Angebote. So haben wir etwa die Verkehrswegerkundung für die neuen Schulanfänger auch digital ganz schön verbunden mit Spielen, mit richtig tollen Formen dabei. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Form, wie wir das hinbekommen. Also ich freue mich, dass die Verkehrswachten nicht gesagt haben, wir geben jetzt auf, weil unsere Bedingungen sind so schlecht, sondern innerhalb der wirklich schwierigen Bedingungen doch sehr aktiv sind und sehr viele Angebote machen. Und wir haben ja auch diese VMS, also unser Verlag, der sich ebenfalls sehr um digitale zusätzliche Angebote bemüht haben. Ich freue mich, wenn jetzt das mit den Fahrsicherheitstrainings wieder losgeht. Das merken wir gerade. Leider in jedem Land mit unterschiedlichen Regeln. Aber für die Jungfahrer ist das, glaube ich, ganz wichtig. Und die Jugendverkehrsschulen werden auch bald wieder beginnen und das Radtraining mit den Kindern machen. Und wir müssen dazu sagen, das sind bei euch ja alles oder zum sehr großen Teil Ehrenamtliche, die diese Arbeit vor Ort durchführen. Ganz herzlichen Dank dafür, auch für die vielen tollen Ideen, die da gemacht werden. Aber jetzt eine Frage an den Experten für Verkehrssicherheit. Wir haben im Moment eine große Diskussion. Der Bundesrat hat den Bußgeldkatalog verändert und hat die Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitung deutlich nach oben genommen und hat auch die Möglichkeiten der vierwöchigen Fahrverbote erweitert. Darüber ist eine große Diskussion entbrannt. Wie ist da die Position der Verkehrswacht? Also Professor Schlag, der in unserem wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Verkehrswacht aktiv ist, hat immer gesagt, reine Bußgelder schrecken mich ab. Es muss mehr sein, es müssen Punkte sein oder auch Fahrverbote, damit eine nachhaltige Veränderung eintreten. Ich will das mal innerorts sagen. Wenn man sich anschaut, Tempo 30, wer überhaupt ein Fahrverbot bekommt, der muss mindestens 55 Stundenkilometer fahren. Das heißt nämlich, das ist fast das Doppelte der Geschwindigkeit, einen extrem langen Bremsweg, der damit verbunden ist. Und viele Eltern sagen uns, also sie trauen sich kaum noch, ihre Kinder auf dem Gehweg neben den Straßen zu fahren, weil teilweise auch in Wohnvierteln oder auch vor Schulen oder anderen sensiblen Gebäuden auf einmal mit einem hohen Tempo Fahrzeuge vorbeifahren. Ich finde, das ist etwas, was wir ernst nehmen müssen. Und deswegen glaube ich, Punkte oder auch Fahrverbot, das tut weh, aber wer fast doppelt so schnell fährt, als er fahren darf, ich finde, da ist es dann auch angemessen. Und ich habe das Gefühl, seit diese Bußgelder in Kraft sind, fahren die Leute vorsichtiger. Es kann nur ein Gefühl sein. Ich weiß nicht, geht es dir eventuell auch so? Ja, ich muss immer jeden Morgen, wenn ich unterwegs bin, fahre ich immer an einer Schule vorbei. Was mir aufgefallen ist, dass die Menschen doch endlich die 30 Stundenkilometer einhalten. Früher habe ich immer 40, 50 so gefühlt dort empfunden. Und ich glaube, es muss wehtun, damit Verhalten verändert wird. Übrigens, das gilt auch für einen Teil der Eltern, die ihre Kinder wirklich heranbrausend vor der Schule absetzen, ohne auch wirklich nur das Geringste an Verkehrssicherheit wahrzunehmen. Und deswegen glaube ich auch an der Stelle mein Appell an alle Eltern, bitte geht mit euren Kindern zur Schule oder fahrt mit den Kindern vielleicht in solchen kleinen Konvois, Radkonvois dahin, denn alles andere ist wirklich gefährlich. Und wir haben 17.000 innerörtliche Verkehrsunfälle, bedingt durch das Fahrverhalten der Fahrer der Fahrzeuge. Das ist, glaube ich, auch eine Zahl, die sagt, es muss etwas getan werden. Ich räume aber gerne ein, dass man die Entwicklung evaluieren kann, aber nicht etwas in Kraft treten lassen, um es dann sofort zu stoppen. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Das verunsichert auch die Menschen, die sich ja auf klare Regeln einlassen. Und insofern sollte man sich sehr behutsam in den Konflikt äußern. Aber gleichzeitig sage ich auch, wir müssen hier eine Veränderung haben, weil es ist eine hohe Gefährdung gerade
für Kinder oder eben auch alte Menschen vor Seniorenheim oder Ähnliches. Und deswegen glaube ich, ist das eine Diskussion, die wirklich ruhig und sachlich geführt wird. Das ist auch unsere Meinung. Herzlichen Dank. Nun ist ja die Geschwindigkeit nur ein Teil im Thema Verkehrssicherheit. Und in diesem Jahr wird das neue Verkehrssicherheitsprogramm der Bundesregierung rauskommen. Das gilt immer für 10 Jahre. Die sind jetzt rum und jetzt machen wir das Programm für die nächsten 10 Jahre. Wie hat sich die Deutsche Verkehrswacht darauf vorbereitet, auf diesen Prozess? Also wir haben ja einen engen Kontakt auch mit dem Verkehrsministerium. Versuchen immer mal unsere Position dort einzubringen. Und in diesen Prozess haben wir unsere Mitglieder eingeladen, ebenfalls auf wichtige kritische Punkte in der bestehenden Verkehrssituation hinzuweisen. Es gibt aber auch Beschlüsse, die wir seit langen Jahren haben, wo wir bisher noch nicht die Resonanz, die wir uns wünschen, erhalten haben. Das ist für mich zum Beispiel das Thema kein Alkohol am Steuer. Das heißt wirklich 0,0 Promille, wobei es ja immer eine kleine Toleranz dort gibt. Also es ist nicht sozusagen die kleine Praline mit etwas Alkohol drin, sondern es geht darum, ein klares Signal zu setzen, wer fährt, der trinkt eben nicht und wer getrunken hat, fährt nicht mehr. Und das muss dann natürlich auch entsprechend sanktioniert werden. Aber gerade unsere Erfahrungen mit den jungen Fahrern zeigen doch sehr deutlich, also das Alkoholverbot, nämlich 0 Promille zwischen 18 und 21 Jahren, das wird nach. Also das hat wirklich eine deutliche Wirkung. Und ich glaube, in einer sehr komplexen Situation müssen wir immer für klare Regeln eintreten. Das ist etwas, was wir auch uns im neuen Programm wünschen. Gut, ich freue mich auf die Diskussion. Ich denke, ihr werdet auch auf die Fraktionen des Deutschen Bundestages zugehen, denn letztendlich werden wir das ja auch im Plenum debattieren. Und es wird ein sehr spannender Dialog werden. Wir werden da mit Sicherheit auch Anhörungen zu haben, zu denen wir euch als Experten und Expertinnen einladen werden. In diesem Sinne danke ich dir, wünsche dir noch einen schönen Tag der Verkehrssicherheit und an alle, es lohnt sich, auch auf die Seite zu schauen, auch wenn keine Aktionen vor Ort im Moment stattfinden, www.deutscheverkehrswacht.de. Schauen Sie mal drauf, es gibt für alle Altersgruppen entsprechende Informationen und denken Sie daran, Sicherheit geht vor. Dankeschön. Vielen Dank.